Und erwischt, Tom Kaulitz von Tokyo Hotel knutschend mit einem Mädchen, keine Seltenheit für den selbsternannten Womanizer, aber sein aktueller Flirt ist keine Unbekannte und fliegt für ihn um den Globus. Die Beweisbilder vom Knutscher Tom Kaulitz hat Camilla Bolander. Wie kuschelig. Tom Kaulitz mit einer Blondine in seinem Wagen. Eindeutig mehr als ein nettes Gespräch. Zuvor schlenderten Tokyo Hotel Tom und Chantelle Page, eine amerikanische Sängerin, am Wochenende durch Hamburg, zogen von Bar zu Bar. Und als der Bodyguard erstmal nach Hause geschickt war, übernahm Tom dann selbst den Steuerknüppel und dockte ziemlich schnell am Hals der Blonden an. Eine halbe Stunde lang wohlgemerkt, sagt der Fotograf, der die beiden beobachtet hat. Chantelle kam aus Stockholm geflogen, wo sie bei einem Konzert teilgenommen hat. Sie ist dann am Abend um 19.15 Uhr eingeflogen, ist in ihr Hotel und hat sich mit Tom getroffen. Und am nächsten Tag, am nächsten Mittag ging es schon wieder weiter in Richtung London mit dem Flieger. Also sie hat keinen anderen Termin wahrgenommen. Ihr Termin war Tom Kaulitz. Schon Anfang des Monats wurde der 19-Jährige mit der Sängerin der Gruppe Flipside gesichtet. Chantelle Page, süße 21, blond, Amerikanerin und auch tief beeindruckt von Tom. Tom ist total süß. Deshalb mag man ihn ja in Deutschland auch. Es ist immer sehr lustig mit ihm. Er ist so charmant. Und Chantelle verriet auch, wenn er nicht so ein Casanova wäre und so viele Frauengeschichten hätte, könnte sie sich in Tom verlieben. Und jetzt flog sie sogar extra für ihn ein. Die beiden waren schon sehr verliebt. Ob das mehr Chantelle ist, die in ihn verknallt zu sein scheint, das weiß ich nicht wirklich genau. Schade, denn um 5 Uhr morgens trennten sich ihre Wege wieder. Ob das mehr sein kann als nur ein Flirt für zwischendurch? Viel gemeinsam hätten sie, nicht nur das gleiche Management.